So, Hallöchen. Nee, hallo, Hallöchen. Seid ihr So, auch mein alle Lieber. da? Die auch so schlecht geschlafen? Ja, dann ist hier alles klar. So, Charlie hat gezwungen, hat mich gezwungen dazu, dass ich jetzt dran bin, obwohl eigentlich Charlie dran ist. Das stimmt gar nicht. Ja, Da, naja, zur Strafe das war dürfen wir ja. bei mir nicht sehen. Ja, das war ja nur eine halbe Stunde und du musst Du jetzt gerade noch was machen. hast nur Tiere bumsen lassen, das zählt nicht. Ja, ja, ich sorge für den Fortbestand unserer schönen Haustierchen. Und jetzt, musst du weitermachen. Ja. Ja. Du wolltest doch unbedingt diesen Besenflug machen. Nein, ich habe das aktuell gemacht. Du machst den Besenflug. Das war gestern die Einigung. Das war deine Einigung. Lief doch ganz gut. So, mal gucken. Wir brauchen die Technik nach 26 Minuten. Jetzt Der Reihe nach streichelst du aber weiter. nicht irgendwie eine halbe Stunde die Tiere. Scheiße. Also, was machen wir denn derzeit? Wir können ja mal gucken, Aufträge. Ich bin sehe gerade, Ja. ja, Fohlen des Todes. Ja, das dauert Machen wir ja noch. gerade. Wir könnten endlich bei dem Weasley mal die Handbuchseiten suchen. Müssen wir denn dazu hin? Müssen wir denn dazu hin? Weltkarte. Zeigt es ja eben nicht an, hm? Ja, das ist schon in Hogwarts. Da stand doch in der verbotenen. Da findet die Handbuchseite der Da unten. im Buch der Verwandlung der Zwischenstufen in der Bibliothek. Zum unterirdischen Hafen findet die Handbuchseite im Buch. Jetzt zeigt es aber da unten an, ne? Ja, Also weil da da. der Professor steht wahrscheinlich. Echt, meinst du? Also ich würde mal in die Bibliothek gehen. Weil das ist hier, guck mal, das steht doch nicht hier unten. Das kannst du vergessen, das steht nicht da unten. Ich reise jetzt dahin. Okay. Ich gucke, ob der da unten am Wasser steht. Da pinkelt da bestimmt gerade ins Wasser. Wenn er wirklich da steht, dann pinkelt er rein. Den erwische ich gleich so. So. So, pack den Dödel ein, ich komme gleich um die Ecke. Oh, siehst du? Muss Steht ich wieder nämlich alles keiner. zensieren hier? Ach Quatsch. Ist doch alles jugendfrei. Willst du mich verarschen? Ich muss Controller wechseln, der Akku ist da. Wie immer eine gute Vorbereitung. Ist dir mal aufgefallen, dass dein Controller ständig alle ist? Wieso ständig? Weiß nicht. Du Ist nicht spielst einfach ständig zu alle. viel. Nein, ich habe kaum gespielt. Klar. Ich spiele ganz selten nur. Na komm, ich stehe schon fast davor. Auf. So, unterirdischer Hafen. Ah. Die wollen wir noch eine Truhe stehen. Das ist also der unterirdische Hafen. Pötter mal wieder. Schnellmerker. Winselst du rum? Die kleine Truhe. Gut, noch irgendwas hier? Lavinia. Naja. Na, gucken wir mal. Nein. Viadukto. Schon wieder am Fahrstuhl. Diese Brille, ne? Die ist geil. So, warte mal, ich will mal kurz tauschen. Ja. Ach, guck an, Akku ist voll. So. Ja,
Echt jetzt? Der Hinterhof, ja, war ich schon mal. Ja, du musst auch noch in der Bibliothek. Du brauchst zwei Buchseiten. Jetzt brauchst du noch die Handbuchseite im Buch Verwandlung der Zwischenstufen in der Bibliothek. Ja. Ja. Dann holen wir die mal eben schnell. Was ist noch so ein Schrank? So ein Schrank ist ein Schlüssel. Ja, so ein Schlüssel. Klatschding. Ja, wo ist der Schlüssel? Dann sieht man die doch immer. Da hört die zumindest. Ja, aber ich höre auch was Leises flüstern. Ich höre ein Bing. Ja, das höre ich auch. Aber ziemlich weit weg. Guck mal, ob es lauter wird. Nee. Nee, das war auch nix. Haben wir auch nochmal so zufällig so einen Schrank gefunden? Das findet meine Schüssel nicht, oder was? Das ist eine Scheiße. Ich sehe auch nix. Ich sehe auch mal nix. Leuchten die ja ein bisschen blau dann, ja. Ne? Da. Da ist er. Da ist er. Der war doch hier oben, oder? Ein Schüler. Da. Da. Na sowas. Da ist die Ratte. Du solltest wissen, dass deine Haustiere heute Morgen Netze in den Schuhen. Komm, geh. Geh zum Schränkle. Halt das hier. Voll daneben. Man möchte aber auch so, sobald er da ist, möchte man drauf klatschen. Ja, das zuckt schon so richtig. Und. Legst du mal der Zuckung wieder hin und her und dann macht er doch quer rüber. Die kleine Alpe. Und jetzt macht er rüber. Und jetzt habe ich aber eher gedrückt. Jetzt. Hölzmorgle. Fehlt auch nur noch eine, glaube ich, ne? Zwei. Das wird aber immer noch Bing. Und das? Das war hier 13 von 16, genau. Ich muss nicht mehr Bing. Doch, hat da auch Bing gemacht. Psst. Ganz leise. Ich höre nichts. Da, Bing. Ja, oder auf jeden Fall weiter weg, würde ich behaupten. Ja, ja, ganz leise. So, gehen wir mal hier runter. Meine besten Freunde haben. Hat der gerade noch was gesehen? Revelio. Hier. Alohomora. Alohomora. Und da ist es schon. Wo ist das Brett auf hier? So, was brauchte der? Was war denn das bei dem? Ach ja. Und noch eine Seite. Revelio. Kein Bing. Nix. Halt wieder runter. Da hält man noch einen Spiegel. Und ich habe es schon gesehen, da hinten. Zip.
Ein Spiegel, ein Schrank, meinte sie. Nee, den Spiegel habe ich auch gesehen. Ach so. Und jetzt den Schrank halt. Okay. Bisschen abschwächen. Vielleicht ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Junge, wir machen doch jetzt was ganz anderes. Was will der von uns? Man muss die erstmal abschwächen und dann... Revelio. So lange draufhauen, bis sie keine Flügel mehr haben. Ja, so ungefähr. Ich habe ja das Prinzip verstanden. Das ist aber eine Truhe. Da, da oben ist der Spiegel, siehst du? Ja. Ja. Jetzt hast du noch fix die Truhe. Okay. Es war mir zu warm hier drin. Ja. Revelio. Na ganz ehrlich, wer will sich denn hier hinsetzen? Das muss doch wirklich saunamäßig sein. Ja. Unter Umständen, ja. Gut, dann müssen wir bestimmt die Wendeltreppe hoch, ne? Ja. Und dahinter. Tipp, 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 tipp. Revelio. Das war's, der Spiegel. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Boah, Junge. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja, genau, gib her. Professor Weasley hat mich um etwas, aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quizfragen? Ja, manche und dann kriegst Leute du das Buch auf den Kopf. Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Ja. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Oh. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Ah ja. Wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss. Komm. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir nur an. Noch ein Welches Tor magische Tor. Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Mhm. Ja, der. Ja, das ist ganz klar. Der Schlangenvogel. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Ja. Der Alihotzi-Trank. Leider lautet die Antwort Felix Felicis. Da er dem Trinken Was? Woher soll man das denn wissen? Ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Die drei Schweinchen. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Du hast gesagt ein paar Fragen, nicht 50. Klatscher. Der Klatscher. Tut mir leid. Ja. Aber richtig wäre der Quaffel. Denn ein Jäger, den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen Klatscher klingt bekommt schöner. Seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Ja. Vielsafttrank? Ja. Hat den nicht Hermine genommen und ist dann zur Katze geworden? Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Nee, und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Da habe ich gerade vor Schreck mein Mikrofon in die Luft geworfen. Ich möchte gerne mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums?
Soll ich mal eben googeln? Muss man das beantworten? Alter Falter. Die Internationale Zauberervereinigung. Nein, das ist falsch. Richtig ist der Rat der Zauberer. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Der ukrainische Eisenbauch. Das klingt schon groß. Ja? Ja. Ich sag mal, der hessische Opalauge. Das antipodische Opalauge. Tut mir leid, aber die Antwort lautet der peruanische Viperzahn. Wir waren beide falsch. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zu den kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Quincy Hogg? Quincy Hogg. Nein, die Antwort ist Hengist von Woodcroft. Es wird angenommen, dass Hengist das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Charlie. Ich hab keine Ahnung. Demigeist, die haben wir doch schon überall gefunden, kommen wir in den. Ein Demigeist. Ja, der Hintertür kann sich unsichtbar machen. Aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Patronus. Der Patronus-Zauber. Gut gemacht. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Eisenhower? Eisenhower? Was? Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Gamp klingt doch gut. Gamp. Genau. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Ich komme mir vor wie bei einer Klassenarbeit, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Gibt's denn nie einen schlafenden Drachen? Erst wegen, dann Wagen. Wissen ist die wahre Magie. Wissen ist die wahre Magie. Nein, es ist Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Titillandus, ja, ja, wusste ich. Ist das Einzige, das Eier in seinem Maul produziert. Ist das Einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Hm. Aschwinder, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Nimm doch überall die Eier rum, an den Dingen einfach. Die Aschwinderin. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die Runespore. Parselmündern zufolge hat wie lange müssen wir das machen? Der Runespore eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? Hogwarts? Ilvermorny-Schule für Hexerei. Ilvermorny? Im Regenwald. Im Amazonas-Regenwald. Nein. Ilvermorny befindet sich nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Esau Sayre und James Stewart gegründet. Mhm. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Euphorie-Elixier, Verrocitaserum, Amortentia. Das klingt doch schon so. Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Amortentia. Zum Beispiel staubige Buchanwender. Sie könnte Viagra heißen. Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Jetzt, komm. Ich habe jetzt keine Zeit für ein weiteres Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Cool, wir brauchen eine Seite. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig.
Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Endlich. Ja, dann geh einfach zu dem Spiegel. Und gib mir eine Flasche Amortentia. Lumos. Lumos. Das ist bei dem Roten. Da war doch hier hinten irgendwo. Yeah. Da ist er doch. Da, ja. Die Wand da. Amortentia. Gleich morgen mal bestellen. Ja. Blöbbecke so. Gut. Haben wir das auch getudelt? Können wir eine Klärung noch? Nee. Ah, was alles zu Fuß gehen hier. Was habe ich im Besen, wenn ich nicht fliegen darf? Na, lauf, 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 lauf. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ist hier noch irgendwas? Also ein Plingen habe ich gehört. Ein ganz leises. Ganz leise? Was soll denn ein ganz leises Plingen sein? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Auch nicht. Revelio. Ah, ganz leise, ganz, ganz leise. Ganz, ganz leise. Bisschen lauter. Hier hört man's. Hier hört man's am meisten, aber. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur hierher gehe, oder? Nur bis hier. Wird schon wieder leise. Also müsste es ja dann da oben sein. Komm ich denn da hoch? So. Das bist genau. Ja. Da. Oh, jetzt ist ganz laut. Jetzt ist ganz laut, ja. Hier. Es ist über mir. Wie komme ich denn da hoch? Revelio. Wie komme ich da hoch? Drehen. Ich weiß nicht. Schade, hast du noch eine Idee? Ich hätte jetzt höchstens gesagt, vielleicht in der Mitte, das hätte ein Fahrstuhl sein können, aber die Kuppel sieht nicht so aus, als ob man da hochfahren könnte. Ich glaube, dass du da von außen rein musst. Außen? Ja, guck mal, da ist ja so eine Kordel und so. In oder Kette. Aber ich kann nicht hier reinspringen. Ja, eben, eben. Und deshalb denke ich, dass du oben drüber nur von außen reinkommst. Ruf zur Kedacken! Mal einen Zacken höher gehen, vielleicht dann da hinterlaufen können, irgendwie. Das ist schon wieder zu hoch, voll in eine andere Richtung. Wir sind jetzt draußen. Ja, und wo ist jetzt die Kuppel, in welche Richtung? In der. Ich kann ja nicht fliegen, scheiße. Okay, okay, okay. Sag mal. Wir sind jetzt da.
Da, wir müssen aber quasi hier hoch. Oder? Ne, hier hoch. Ganz interessant. Müssen wir da mal drauf achten, wenn wir mal draußen sind, dass wir mal das Schloss abfliegen. Vielleicht gibt es da wirklich irgendwie ein Fenster, was offen ist. Ja. Oder wir machen einfach... Nee, so. Und das Fenster auf. Dann trill aber anders mit dem Müll. Sonst vielleicht kann man da auch irgendwie durch so eine Kröte oder sowas rein. Dass das so ein Geheim... Hast du eine Kröte gefunden? Nee. So, was war irgendwo hier? Ja, aber das muss ja rund gewesen sein. Du warst ja in so einem runden Anbau. Da, guck mal da. Aber so weit weg war es nicht. So weit weg war es nicht, aber guck mal hier oben. Rebellion. Ich darf hier nicht absteigen, damit du mich ver... Ich habe sogar das Gefühl, ich bin da auch schon mal rumgeflogen. Darf ich nicht absteigen? Du kannst aber auf dem Zwischending landen. Eins tiefer. Eins tiefer will ich aber nicht. Ich will da rein. Du darfst hier nicht absteigen. Warum nicht? Ist zu gefährlich. Du könntest da runterfallen. Da ist ein Schloss von außen, von innen dran. Siehst du das? Ja, deshalb sage ich, unten ist ja so ein Rondell, wo du drauf landen könntest, eventuell. Wenn du darfst. Nein, doch. Natürlich nicht. Warum denn auch? Das könnte aber auch der Turm gewesen sein. Ja, aber dann müsste es doch hier irgendwo auch Bing machen. Das suche ich ja gerade. Nö. Nö. Nein, das macht nicht so Bing. Halt. Hier sind die Truhen drin. Das ist schon das hier. Guck ich hier. Jetzt siehst du ja. Da siehst du, das sind die Truhen. Hallöchen und schönen guten Abend. Und nee, wir sind mit der Story noch nicht ganz durch. Ja, wir haben uns zu viel aufhalten lassen. Nur ein bisschen. Nein, nur ein bisschen. Wir wollten fertig machen, aber jetzt suchen wir irgendwie noch nach dem Bing. Suchen wir nach dem Bing, genau. Das ist hier drinnen. Revelio. Da drinnen. Hier ist aber auch wirklich nichts, wo du sagst, okay, ey, ja, geh mal da rein und dann kannst du da landen. Ihr bist ja schon froh, wenn du überhaupt irgendwo landen darfst, da außen. Na gut. Das kriegen wir schon noch raus. Später. Ich sag mal, Professor Fick stirbt ja am Ende. Kann man dem Stein da wieder auferstehen, wiederbeleben? Ich weiß ja nicht mehr, dass er stirbt. Ja, wenn, also bitte nicht weiter spoilern. Wenn wir noch nicht mit der Story durch sind, ist das ein bisschen blöd, die Frage. Ja.
So. Mrs. Weasley. Sie haben einen neuen Zauberspruch, Professor? Ja, den Verwandlungszauber. Aber zuerst möchte ich, dass Sie ein paar Aufgaben erledigen, die Ihnen helfen, Ihr Handbuch zu vervollständigen. Kommen Sie zu meinem Verwandlungsunterricht, wenn Sie damit fertig sind. Dann fangen wir an. Du dachte, du hast ja gesagt. Nein. Wir haben nein gesagt. Alles gut. Hat jetzt keiner Kopf abreißen dafür. Charlie, bleib sitzen. Ja, ja. Bayern versehen, hat sich entschuldigt, alles gut. Wir sind jetzt. Achso, jetzt muss ich jetzt zum Talk gehen. Die sitzt doch nun jetzt da drinnen. Da könntest du doch eigentlich auch mehr zu schnell sagen hier. Zick, zack. Wenn das nicht der Schatzsucher ist. Unglaublich, dass du die alte Uniform gefunden hast. Gut gemacht. Ich finde die Pulle so geil, ich will die auch haben. Obwohl dir diese Maske vorher besser gestanden hätte. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Den klipscht die Augen? Ja, Verwandlung? Cool. Das können Sie sicher nicht mehr hören. Ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Ah ja. Weiß ich das? Ja, ja. Ich weiß es. X-Dreieck, X-Viereck drücken. Tada! Transformation. Wunderschön. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Wundervoll gemacht. Meister der Zaubersprüche. Ja. Ich will aber nicht den. Ich will den lernen. Achso. Was soll denn das bringen? Da? Verwandle Objekte und Gegner in alternative Form. Rätsel lösen oder harmlosen Schnickschnack. Ach du lieber Gott, das brauchen wir jetzt zum Rätsel lösen. Das kann ja was werden. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Ich weiß. Wir machen hier ja auch alles. Ja, obwohl ich so viel Zeit mit Aufgaben verbringe. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob ich all die Zusatzaufgaben gebraucht habe. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Zwei, schwules Pärchen. Ein so seltenes Tier zu schützen ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Ich war nie Hatten draußen. Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun? Nein. Nicht im geringsten. Ich war von den Geschichten über einen Riesenkraken fasziniert und wollte mehr erfahren. Dann traf ich auf Scrope, der mir sein Wissen gerne weitergab. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Die Befragung hatten wir schon in der Bücherei von diesem komischen Mädchen. Ja. Also haben wir schon bestanden. Fertig. Muss ich jetzt so wieder lernen? Ja, du musst üben.
Feldkraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Und schon kriegen wir wieder eine Quest. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dort mit jemandem, der Koboldogak spricht. Noch einer? Ohne Briefmarke? Also haben wir den Helm auch wieder umsonst gesucht. Ja. Dann gib ihm den doch wieder. Die sind alle total angepisst wegen diesem scheiß Helm. Nein. Niemals. Niemals. Gut, egal. Ja, gucken wir. Wir haben jetzt wieder zwei neue Quests gekriegt. Aha. Schatten. Was war das? Amit. Treffen mit Sebastian. Wie ist der gerade, der uns angequatscht? War das Sebastian? Ja, ja, der von dem Brief. Das sind die beiden von dem Brief. 1.287 Vorschuhe. Weltkarte. Soll ich mal kurz was gucken? Genau, ich will mal ganz kurz hierher gehen. Ganz kurz, ganz kurz. Klar. Ganz kurz. Ich möchte nur gucken, ob da ein Weibchen rumspringt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie klingt sehr komisch. Das Eisen vor Flohpulver war. Was? Warum? Lass uns mal da einen Abstecher machen. Ich möchte nach Weibchen gucken. Wir haben gestern extra die ganzen Bumsbauten gebaut. Also sollen die auch alle fleißig hügern. Was ist denn jetzt? Da ist eng ein Straßenköter. Und der trinkt da weiter seinen Kaffee, weißt du? Interessiert keine Sau, dass da Gegner rumlaufen. Ja. Ja. Straßenköter. So, guck mal, was hat denn da? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Genau, den habe ich gesucht. Das ist genau das, was ich schon immer wollte. Oh, wie schön. Ja. Es war mir ein Vergnügen. Ja, uns auch. Siehst du? Doppelt gemoppelt. Dann kriegen wir gleich noch ein Weibchen und dann passt das doch. Mhm. Haben wir jetzt alle Besen? Ich finde noch zwei. Noch einen beim Händler und bei Herausforderungen. Noch einer beim Händler. Mit Herausforderungen. War das gestern noch zwei, die beim Händler gefehlt haben? Muss wohl, ne? Ach Manu. Das ist nicht nett. So. Unterstellt mir, was ihr wollt. Ich gehe meinen Teil der Beute in Hogsmeade auf. versaufen. So. Und runter. Lechoso. Ups, nee, falsch das. Oh. Tip, 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 tip. Da, sein Weibchen. Leise. Bist du. Verpiss dich, du bist ein Männchen. Kann ich dich auch mit einem Hirsch paaren? Komm, der will auch, ja. Der ist unläufig da. Ja. Nein. Nimm den doch, ist aber auch kein Weibchen. Wird das ja. Rebellion. Da waren noch mal zwei Viecher. Das war halt eine Schwulenkolonie. Ich finde das so geil, wie die so umfallen. Aber macht's halt einfach. Gut, halt leicht. Ne? Rüst dir einfach ein. Ja. Gut ist. Es waren immer noch zwei hier. Irgendwo versteckt sich noch eins von diesen kleinen Dreckviechern.
Schade, ne, scheint gerade keins mehr da zu sein. Du hast die Weibchen alle schon ausgerottet. Ich habe ja bis jetzt nur Männchen gefangen, also kann ich ja nicht schon ausgerottet haben. Ach so. Haben. Das geht ja gar nicht. Hm. Oh, ich will nur die scheiß Dinge aufsammeln. Das ist jetzt so nervig. Ich mache nur noch eben schnellen Abstecher zu. Ich kann doch nichts dafür, dass die mich jetzt hier angreifen. Ich würde an diesen blöden Sack hier haben. Wo ist jetzt die blöde Spinne? Und die ist runtergefallen. Die ist hinter dir, oder? Nee. Nee. Na, die ist jetzt irgendwo da unten, pass auf. Wo ist denn die? Da unten, siehst du das? Jo, da. Da, ja. Da unten. Wie soll ich die jetzt töten? Kann ich jetzt aufsammeln? Das ist das. Alter, ich kann die Spinne nicht töten. Die steckt hier, keine Ahnung, irgendwo in China oder so. Oh, komm, ey. Da muss das schon wieder blöde. Ach, siehst du, da musst du sogar hier. Das ist in ganz nahe Nähe. Hm. Trotzdem keins beides einholen. Schade. Ja, ein zweites schon, kein Weibchen holt. Ja, eins war ja da, das haben wir ja gefangen, aber es war halt kein Weibchen. Hier in der Nähe ist, glaube ich, auch kein weiteres Einhörnchen. Eishörnchen. Einhörnchen. Bau ist hier, glaube ich, nur der eine, ich weiß es nicht. Und hier noch. Ein Riesenkragen. Kalb, Niffler. Hippogreif, Röten, Knuddelmuff, Niffler, und die gibt's übelartig oft. Ja, Einhorn ist relativ selten, vielleicht nur einmal dann. Ja. Aber es fehlt trotzdem noch ein Vieh. Ne, zwei Viecher, zwei. Ja, aber wie gesagt, die können ja vielleicht in dem Teil, wo wir noch nicht waren, sein. Alles möglich. Zieh hoch. Schleifknie im Arsch. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Ich bin doch schon aus dem Weg. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Ah, scheiße, ich fliege gerade in die verkehrte Richtung. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, schneiden wir raus. Hat keiner gesehen. Er war beschleunigt. Warum zeigt es auch alle Bilder an? Ich wusste gar nicht, dass man zwei gleichzeitig auswählen kann. Und der Hauptquest vor allem. Hast du ein Besen? Oh, meinen aufrichtigen Dank. Nein. Das war sehr tapfer. Ich danke für Ihren Besuch. Es war sehr tapfer, die anzusprechen, hast du gehört. Mich spricht sonst keiner an. So. Hopp. Plätzchen auf Galopp. Im Aufträge kann man auf das Protokoll nachverfolgt werden. Danke. Ja. Ach, das Spiel auch gerade ausgestartet. Ja. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung.
Aber vielleicht untersuchen sie es, so wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Alle töten. Wir können sie alle in kleine Golfbälle verwandeln. Vielleicht können wir unter beim. Wir teilen aus. Unentdeckt. Austeilen. Unentdeckt. Austeilen. Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Charlie ist nach dran. Dir. Was? Ist dran. Gar nicht. Zeit ist um. Doch, die ist gleich um die Zeit. Ja, aber noch rein, nicht. Ist sie schon vorbei. Du hast noch 8 Minuten. Ja, die kriege ich auch noch rum. Bisschen Mondstein hier, bisschen Buddel-Dudel da. Hier, da. Revelio. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Was? Du bist doch ja der große Held. Ich hätte auch Schleichen gewählt. Nein. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Aha. Das ist doch nicht mein Ort, Schwolli. Renbox-Anhänger meinen es ernst. Gucci, Gucci, Gucci. Was haben wir denn hier? Guck mal, der sieht doch ganz lustig aus. Mhm. Hallo. Was ja. Das erklärt den Gestank. Gringo. Doch. Das war wieder mal ein schönes Beispiel, wie man nicht schleicht. Womit? Hä? Da bist du ja. Oh. Zwei Seiten, das ist aber böse. Du. Du bist mir zu nahe gekommen. So reagiere ich auch immer. Charlie ist dran. Eieieiei. Nee, komm, jetzt machen wir es mal richtig. Machen wir richtig. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Ja, ein guter Pfeifer. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks Anhänger. Bitte, kostet Thanos. Das sollte ich untersuchen. Jetzt hast du den Arm total erschreckt. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Das läuft aber gut. Ja, du hast viel beigetragen. In der Tat. Ja, total. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringotts. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag. Du bist schwach, Menschlein. Nee, ich hab doch gar nichts gemacht. Sag mal. Ist der echt kaputt? Verschwinde! Hey! Akio! Von Gringo! Revioso! Findest du das lustig? Ja, irgendwie schon. Das ist beinahe zu alt! Hey, ja, ja. Die sind unsere Kraft, wenn wir zum Ziel kommen. Nein. Weg. Ouchi. Ich selber auch gesprengt. Jetzt habe ich mich selber gesprengt. Du bist immer noch nicht fertig mit deinem einen hier. Meine Güte, einfach nur.
Und komm, mach. Schreck ran. Nimm das Zeug auf jeden Fall bei euch. Das tut gar nicht weh. Was genau soll das Ganze? Tat das weh? Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Wie wahr? Das war relativ spaßig. So, ich muss in die Höhle rein. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da liegt noch ein Säckel Gold. Nee, Bauer dran. Trank. Ein Trank. Ein Trank? Oh. Ich darf hier nicht fliegen! Ja. Ja. Doch. Ups. Ja, ja. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Wie war? Das war relativ spaßig. Also schau dir mal, merken, hier draußen ist noch so eine Plattform. Mhm, mhm. Und man kann nicht fliegen. Mhm. Aktuell. Das will ich mal ausprobieren. Mhm. Sieht echt dämlich aus, wenn du runterfällst. Meins gibt doch Fallschaden wieder. Warte, ja. War auch eine sehr hohe Mauer. Wir kommen schnell voran. Ja, auf die verkehrte Richtung, aber egal. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Ach was. Wie schön. Das bin ich ja schon gewohnt. Ja, recht so. Reihe. Einer Spinnenplage vor langer Zeit. Aussichtspunkt Mine. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Meinst du? Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich nicht warum. Goldenem Gestell. Die Pull am Ocean 700 mal gekriegt, ne? Könnte wirklich eine Klassikarte sein hier. Das ist so ein Billigartikel aus China. Das kann durchaus sein. Massenware. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Guten Tag. Ich werde nicht ruhen. Du bist wie ein Glumbrunnen. Ein was? Quatsch. Ein Glumbrunnen, irgendwas. Ja, ist ein Dorsch geplatzt. Sind hier. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Ja, vielleicht die Truhe da oben. Nee, die wollten sie nicht. Hier ist noch eine Truhe unter uns. Revelio. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja. Warum müssten wir denn den Lappen jetzt mitnehmen? Weil der unwahrscheinlich intelligente Kommentare von sich gibt und es damit noch spannender wird. So. Tatsache. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge.
Alles nice. Ganz reizende Eigenschaften. Ja. Sind die eigentlich ganz niedlich. Oh, schade ist da. Jetzt, wo keine Gegner da sind, da ist Charlie da, ne? Ja, schade eigentlich. Nicht identifizierter Gegenstand. Aber hier müssen wir auch noch runter. Kommen wir da noch hin? Beispiel hier. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Und kommst du aber zeitig, du. Dude. Was bringt noch? Hallo, geh mal aus dem Weg, mir ist kalt. Oh, endlich. Rebellion. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Ja, das kann Charlie Clay machen. Ich will hier mal ein paar rummachen. Ich repararo dies, das. Ich repararo gern. Ja, Charlie repararo gerne. Repararot. Ah, haben wir jetzt auch mal versteckt. Sind noch irgendwas ver... Nee. Fischis. Fischi. Nur mal Zeit, dass man bei dem Spiel nicht angeln kann. Ja, ne? Du Depp, ich wollte doch nur die Kiste holen. Warum springst du auch mit ins Wasser? Warum? Der ist halt nicht sehr selbstständig. Ja, anscheinend auch nicht so intelligent. Gut, ich habe Reparo eingestellt. Ich habe das gleich zu Ende. Ich repariere. Ja, repariert gerne. Und dann tauschen wir sofort wieder.